Ja, von unserer Seite aus herzlich willkommen. Wir kommen von der Deutsch-Türkischen Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. Auch wir sind natürlich dankbar und froh, dass ihr so eine Resonanz gab. Auch wir hätten nicht damit gerechnet, dass das ganze Kino voll sein wird. Ich mache mich natürlich auch schon Gedanken bei Cinema Quadrat und bei Kultur Quertwerk, Kultur bei der Frau Kernke natürlich, ohne deren Hilfe das auch nicht hätte so stattfinden können. Natürlich Ismail Amiralay mit seinem Bruder Omar Amiralay, dem wir den Abend hier auch nachmittags zu verdanken haben, ist natürlich auch eine Ehre, dass der Rafik Shami bei uns ist. Vielleicht kurz ein, zwei Worte zu unserem Verein als Deutsch-Türkische Gesellschaft. Haben wir es uns noch zur Aufgabe gemacht, Ansprechpartner zu sein für Syrer, für Araber in Deutschland, aber nicht nur das, sondern eben auch für Deutsche, die Interesse an der arabischen Kultur haben, am syrischen Land oder eben auch einfach sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen wollen. Wie gesagt, also nochmal herzlich willkommen und ich freue mich auf einen schönen Nachmittag. Wiedersehen. Ja, Sie sind auch. Liebe Freunde und Freundinnen des syrischen Filmes, ist es wirklich ein Ereignis und ich würde den Vorschlag machen für den aktiven Mitglied, für das freundliche Mitglied des Vereins. Es soll vielleicht als Experiment in dem Vorstand besprochen werden, dass die syrischen Tage sehr erfolgreich sind. Und dass Sie das öfter machen. Omar Amiralay hat etwa 20 Filme. Also. Da können wir mehrere Jahre das sehen. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Muss auch nicht immer so wunderbar ausverkauft sein, aber immer, dass ein Fuß fasst in Mannheim. Das wäre sehr gut. Meine Damen und Herren, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich fühle mich sehr geehrt, diese Worte für Omar Amiralay zu sprechen. Er ist einer der besten Filmemacher in der arabischen Welt und der beste syrische Filmemacher. Er hat inzwischen eine Schule von jungen Regisseuren erzogen und gezeigt, wie man Filme macht. Es ist ein Mann, der allein die Titel seiner Arbeiten zeigen, welche Poesie in dem Kopf dieses Mannes herrscht. Er hat vieles gemacht. Er ist 1944 in Damaskus geboren und sein Weg ist begnadet durch eine Mutter, die nicht erschreckt wird, wenn ein Sohn sagt, ich will Kunst machen. Die Familie kommt von einem adligen osmanischen Stamm. Als ich einmal meinem Vater gesagt habe, ich will Schriftsteller werden, meine Familie kommt vom Handwerk. Da war fast ein Trauerfall in der Familie. Bei Amiralay sagt der erste Bruder erstmal, ich will Kunst studieren. Da sagt die Mutter, du studierst Kunst. Du gehst auch weiter und ist nach Deutschland gekommen. So ist Omar auf diesem Weg zur Kunst gekommen. Er ist nach Berlin und dann von dort nach Paris. In Paris hatte er studiert und hat sich auch nebenbei beteiligt an der Studentenrebellion. Und von dort kehrte er nach Syrien und machte außergewöhnliche Filme. Die zwei ersten bekannten Filme hießen Tagebuch eines Dorfes oder der Alltag eines syrischen Dorfes, Yomiyat Qariye Suri, und Al-Dajaj, das heißt die Hühner. Ich hatte die Ehre damals als Student, weil Esmat sehr viele Fähigkeiten hat. Er ist Maler und einer der besten Kalligraphen der arabischen Sprache. Ich habe die Freude, mit ihm eine ganze Arbeit gemacht zu haben. Aber er ist schüchtern. Deshalb hat er mich gebeten, damals als Student diese Filme von diesem Regisseur, den ich nicht kannte, vorzuführen in Heidelberg. Al-Dajaj und Yomiyat Qariye Suri. Diese Filme sind erstaunlich bis heute noch aktuell. Normalerweise sterben solche Filme, die dokumentarisch irgendwas dokumentieren, mit der Zeit. Aber sie sterben nicht aus zwei Gründen. Einmal ist es ein fantastisches Kunstwerk, so wie alles, was Omar macht, mit Nachdenken, mit einer Idee, die dann nochmal geprüft wird, nochmal recherchiert wird, vielleicht auch hingeschmissen und neu anfangen, bis die Idee reift. Und wenn die Idee sehr reif geworden ist, nimmt er erstmal die Kamera. Nicht umgekehrt mit der Kamera los, das kann man machen auch, aber das ist nicht. Der zweite Grund ist, durch die arabischen Regime, alle arabischen Regime, ist das Leben in Arabien fast eingefroren. Sie werden diese Geschichten von dem Dorf in einem Dorf in Algerien und einem Dorf in Ägypten auch genau erleben, heute im Jahre 2011. Das Leben bewegt sich in der dritten Welt sehr langsam und auch wiederholt sich wie im Zyklus mit den Krisen.
Und das ist das Problem, wenn Sie mich fragen, was einem Filmemacher gegenübersteht. Ein Filmemacher aus der dritten Welt hat mehrere Probleme. Schauen Sie, nicht nur die Diktatur, also bei der Diktatur fällt es schon an. Überall in Arabien müssen Sie angepasste Filme machen für die Regierung oder sind Sie aufgeschmissen. Ein Autor hat keine großen Probleme, der braucht nur ein Blatt und er schreibt im Geheimen, was ihm einfällt. Ein Musiker auch oder ein Kalligraf auch, der kann wirklich in jedem kleinen Zimmer produzieren und produktiv bleiben. Ein Filmemacher nicht. Ein Filmemacher muss bei aller Heimlichkeit des Filmes muss hinaus. Er braucht ein Team. Er braucht ganz andere Finanzierung, um ein Projekt zu machen, was Ansehen hat. Und merkwürdigerweise, diese zwei ersten Filme, der Al-Dajjaj und Jumirat, Qaryas Uri, wurden von der syrischen Gesellschaft für Filme produziert und verboten. Verboten, weil sie zu kritisch sind, zu liebevoll für die Menschen und etwas kritisch gegenüber dem Regime. Das ist nicht nur in Syrien, das wäre wirklich billig. Das ist in der ganzen Welt ein Problem, ein großes Problem, dass die bürgerliche Freiheit dort noch nicht verankert ist. Das zweite Problem, was ein Filmemacher aus der dritten Welt hat, sind die europäischen sogenannten aufgeklärten Kreise. Sie werden Filme sehen, zufälligerweise alle drei Filme, nur mit Arte. Mit dieser gottbegnadeten Arte. Versuchen Sie einen Film mit dem ZDF zu machen. Für viele Medien sind wir in der dritten Welt Objekte ihrer Untersuchungen, aber nicht Subjekte. Die schicken einen vom ZDF nach China, damit er eine gelangweilte deutsche Gruppe begleitet, die dort abenteuerlich durch die Wüste geht. Der Zuschauer sieht nicht aber, dass ein ganzer Lastwagen mit Coca-Cola und Getränke und Sandwich mitfährt, damit die ja nicht auch noch mit der Versicherung zu tun haben später, wenn einer erkrankt an dem chinesischen Wasser. Ne? Da wird ein ganz aufwendiger Film daraus, mit Millionenaufwand, aber gehen Sie hin und beantragen Sie für einen professionellen, bekannten Regisseur aus Syrien ein Projekt, um einen Film zu machen aus dem Leben dort. Das Leben, was dieser Regisseur gut findet und schön findet und auch kritisch findet. Keine Möglichkeit. Und trotzdem macht dieser Filmemacher weiter. Warum, habe ich mich gefragt. Und ich fand eine Antwort bei seinem Freund, bei seinem langjährigen Freund Sa'dallah Onnus, ein genialer Theatermann, der leider zu früh an Krebs gestorben ist. Sa'dallah Onnus prägte eine Steigerung von dem Hoffnungsprinzip von Bloch. Sa'dallah Onnus war der Erste an der Welt, der gesagt hat, wir sind dazu verurteilt, hoffnungsvoll zu sein. In dieser dritten Welt. Und in Sa'dallah Onnus habe ich die Antwort gefunden in einem Theaterstück. Das Theaterstück erzähle ich Ihnen jetzt zum Abschluss ganz kurz, damit wir die Filme sehen und danach können wir mit dem Regisseur diskutieren, wenn Sie wünschen. Das Theaterstück erzählt von dem Augenblick, das ja real ist in der Geschichte, wo Damaskus umzingelt wurde von den Truppen der Mongolen-Eroberer, des Mongolen-Eroberer Timurlenk. Timurlenk zog wie ein Gotteszorn über ganz Asien und wo er war, war nur Zerstörung zurückgeblieben. Alle Städte hat er niedergewälzt mit Mord und Totschlag, mit Brand, und alles war zerstört auf seinem Weg. Mit Bagdad, von Bagdad dann Richtung Aleppo, hat Aleppo zerstört, Richtung Hama und dann kam er bis Damaskus und die Damaszener haben sich gewehrt. Haben sich tapfer gewehrt gegen Timurlenk. Die haben ihm Verluste herbeigeführt. Sie dürfen nicht vergessen, dass Damaskus eine sehr stolze Stadt, die ist die einzige Stadt, die von den Kreuzzügern nicht besetzt wurde. Ja? 200 Jahre nicht. Und die haben sich gewehrt und haben ihm Verluste herbeigeführt und dann verrieten die Stadt ihre Händler und ihre Philosophen und ihre Gelehrte, die sogenannten Gelehrten. Sie sind leer, aber die heißen Gelehrte. Die sind wirklich wie die Blöden rausgegangen und erklärten ihre Untertanenhaltung gegenüber dem Eroberer. Und begründeten das mit wahnsinnigen, komplizierten Worten, dass sie Damaskus retten wollen. Und deshalb lieber auf halber Weg ihm entgegenkommen, damit er nicht die ganze Stadt zerstört. Nur der Beschützer der Zitadelle, ein junger Offizier, wollte nicht. Er hat gesagt, nein, ich will hier ausharren. Ich will hier kämpfen, damit später die Generation sagen, es gab einen, der Damaskus verteidigt hat.
Und er hat gekämpft bis zum Ende. Und dann eroberte Timor-Lenk die Stadt und zerstörte sie ganz. Und auch zerstörte ihre Handelshäuser und alles. Und die Philosophen hat er entführt und mitgenommen. Also es hat ihnen nicht geholfen, die Untertänigen. Und das ist das, was Omar macht. Er hält die Stellung für das Gedächtnis des Volkes, für das Gedächtnis der Menschheit. Dokumentarfilme sind Gedächtnisstützen für uns später, damit wir wissen, wie das Leben damals gewesen war. Sehen Sie mit mir jetzt diese drei Filme? Es sind drei verschiedene Filme. Ich könnte den ganzen Abend über Omar Amiralay reden, aber man hat mir gesagt, wir müssen um 19:30 den Saal verlassen. Und das ist gerade die Zeit, bis dahin gerade für mich richtig, um über Omar zu reden. Bis 19:30 so ungefähr. Deshalb fasse ich mich kurz und später haben Sie dann etwas Zeit, mit dem Regisseur, mit dem Filmemacher Omar Amiralay zu reden. Er ist unsere Hauptperson und ich freue mich sehr, dass du da bist. Die drei Filme sind aus drei verschiedenen Epochen und sind sehr, sehr verschieden voneinander. Ein Teller Sardinen hat mit der Kindheit von Omar zu tun, wie er beim Essen als kleiner Junge zum ersten Mal von Israel gehört hat und dann später der Besuch in einer zerstörten Stadt durch die israelische Besatzung. Und diese Besatzung, dieser ganze Krieg, hat er einmal in einem Interview gesagt, hat ihn miterzogen, dass der Feind nicht außerhalb des Landes liegt nur, sondern der Feind ist in uns selbst, in uns, in unserer Unfähigkeiten. Deshalb soll der Blick auch mal kritisch richten gegen unsere Unfähigkeiten. Erst dann kann kein Gegner von außen uns besiegen. Der zweite Film ist eben ein langes Gespräch, wahrscheinlich der letzte Film mit dem Freund Sadr Launus. Er war kurz vor dem Tod bei ihm in Paris, lebte bei ihm in der Wohnung. Und er hat mit ihm lange gesprochen, es gibt viel noch zu reden, über viele Themen, heißt der Film. Und der dritte Film nach der Pause, für die Raucher als gnadevolle Pause, von 10 Minuten nur, wir sind diskipliniert, damit wir Zeit für die Diskussion dann machen, kommt die Flut oder die Sintflut durch einen Zusammenbruch eines Dammes, wo nicht nur technisch, der Film ist ein Wirklichkeitsfilm über einen Damm, Staudamm, der zusammengebrochen ist, sondern es gibt viele Staudämme, die bedroht sind. Und weshalb das so ist, erzählt er dafür. Viel nachdenkliche Zeit wünsche ich Ihnen und nicht, wie Deutschland sagt, viel Spaß. Wir haben eine Sache gemacht, die zu würdigen gilt. Wir haben geplant, ihre Filme, also syrische Filme, in Syrien gedreht, in den Golanhöhen zu zeigen. Und da gibt es mehrere Stacheldrähte und Minenfelder. Und die wollten mit dem Publikum reden. Die kamen auf eine Idee, genialer kann das nicht mehr werden. Die schickten die Filme mit Freunden in den Golanhöhen. Die Leute schauten die Filme in einem Kino und kamen zu einem Saal, wo von Beirut aus, bei Skype, also fragen Sie mich nicht, was das ist, also irgendwie über Computer, per Internet, über Satelliten, dort in den Saal, in den Mikrofonen und Lautsprechern, das Gespräch möglich war. Die zwei saßen in Beirut und diskutierten mit dem Publikum in den Golanhöhen. Und das war ein Ereignis, das noch kein Regisseur gemacht hat, um zu denken, diese Syrer sollen mit uns auch diskutieren und nicht vor dem Stacheldraht gesperrt sein. Wie diese Frau, die mit dem Megafon Nachrichten zu einer Verwandten von ihr und von ihr auch hört und begrüßen einander. Das haben sie gemacht in Großformat und das fand ich einmalig, wie sie zwei gemacht haben. Das wollte ich nur kurz erzählen, bevor wir den Film. Aber ich habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Spielfilm und einem Dokumentarfilmemacher? Das hat mich immer beschäftigt. Und ich fand einen ganz, ganz großen, entscheidenden Unterschied. Nämlich, in dem Spielfilm, das werden Sie sehen immer bei den Filmen von Omar Amiralay, in dem Spielfilm bemüht sich der Regisseur, und wenn das so bis 100 Mal kostet, den Schauspieler dahin zu bringen, dass er die Rolle so spielt, dass wir das glauben. Ja?
dass er ein Tischler ist oder Schiffkapitän oder Mörder oder Kommissar. In dem Dokumentarfilm ist das umgekehrte Schwierigkeit. Der Filmemacher muss den Leuten sagen, die sollen nicht schauspielen. Die sollen sich selbst sein und das ist unmöglich fast. Wir kennen das, also wenn jemand vor einer Kamera steht, dann ist man wie verändert dann. Steif, will er seine Sache sehr gut machen. Und das ist eine Grundschwierigkeit, dass in dem Dokumentarfilm, Omar hat mir erzählt, wiederholt er selten eine Szene. Weil das Leben weitergeht, das ist die zweite Schwierigkeit. Das Leben ist kein Studio. Ein Filmemacher, der Spielfilme macht, kann eine Szene wiederholen und das Studio nochmal gestalten und nochmal das machen. Ein Dokumentarfilmemacher kann nicht, das Leben rollt. Das Leben rollt, er kann nicht sagen, ja, das wiederholen wir dann später. Später ist eine andere Zeit und man merkt das in dem Film, das geht nicht mehr zusammen. Das passt nicht mehr zusammen. Der musste in dem Augenblick so identisch mit dem Schauspieler, mit dem Mann oder Frau, die jetzt spricht, dass sie ihre Rollen machen, ohne zu spielen. Und das ist das Allerschwierigste. Ich kenne das von Lesungen. Ich kann Fernsehen nicht mehr ausstehen in meinen Lesungen. Wenn die Kamera da steht und vom Fernsehen, sind die Leute nicht mehr entspannt. Die können nicht mal richtig zuhören, weil sie gerne in der Kamera gut erscheinen. Vielen Dank. Ich werde versuchen, Ihre Fragen zu übersetzen und seine Antwort so schnell wie möglich zu übersetzen. Ich habe noch nie simultan übersetzt, aber ich versuche es. Bitte schön. Bitte können Sie uns etwas im Detail über die Produktionsbedingungen von Dokumentarfilmen in Syrien erzählen? لا يعني يعني الفيلم التجريدي أو فيلم الوثائقي السوري هو الابن الضال بس السوري. Der Dokumentarfilm in Syrien ist wie der verlorene Sohn in der Bibel. لذلك يعني ممكن تعتبروا انه ما في اي اهتمام بهذا النوع او الجنس الفيلمي. Es gibt kein großes Interesse für so eine kritische Dokumentationsfilm. والسبب اللي جعلني اني اقدر يعني اكمل مشواري بالسينما التسجيليه هو اني اشتغلت من يعني 20 سنه 30 سنه تقريبا لصالح التلفزيونات الفرنسيه. Was ihm geholfen hat, diese Filme zu drehen, ist, dass er lange Erfahrung hatte und lange Zeit auch mit dem französischen Fernsehen gearbeitet hat, sodass sie auch Vertrauen in ihn hatten und ihm das die Möglichkeit gegeben hat. Bitte schön. Wie ist denn der letzte Film in Syrien selber aufgenommen worden? Der ist ja sehr sarkastisch. Die haben ihn nicht empfangen. Gar nichts verpasst. Der Film war auch auf Arabisch. Ja, aber es. Ja, wie von der Karsamit der Afghan, فهو موجود من كل بياعين الدي في دي ويعني شاهدوا يعني. Das hat sich auch nicht verändert. Als ich Student war noch in Damaskus, könnten Sie jeden Buchhändler fragen, ob er in den Tisch irgendwas andere Bücher hat. Durch die Piraterie und die Schwarzkopien von seinen Filmen verbreiten sie sich aber inoffiziell. Nicht auf dem offiziellen Markt, sondern unter der Hand sozusagen. Da werden sie gebucht. YouTube können Sie ausschnittweise diesen Film sehen, in Folgen. Irgendjemand hat das reingestellt und von da an kann man sich einklinken. Das Internet ist der größte Feind der Zensur. بالنسبة لك إذا الفيلم هذا انعرض أو انشاف بسوريا شو بالنسبة لك رح يصير؟ Sie fragt, wenn dieser Film in Syrien gezeigt hätte können oder werden können oder wurde,
was könnte ihm passieren? لا يعني هو طبعا انا بكون بمنتهى السعاده اذا انعرض هذا الفيلم بسوريا لانه هو هذا الهدف اصلا يعني. هلا انا عندي رغبه انه ينعرض بس الاخرين ما عندهم رغبه يعني الدوله ما عندها رغبه. فبعتقد الفيلم ازعج لكن بعتقد في خبز بالفيلم يعني حماه في مكان ما وحماني من وراء بس كلفني طبعا اعتقال لمده 12 ساعه واستجواب قبل 4 سنوات بعد عرض هذا الفيلم بقناه العربيه بقناه اخباريه عربيه. Ich würde mich freuen, den Film in Syrien zu zeigen. Ich würde hoffen sogar, dass der Film gezeigt wird, wurde aber nicht gemacht. Deshalb kann ich noch darüber nicht reden. Dieser Film wurde in Al-Arabiya, das ist ein Sender, gezeigt. Aufgrund dessen wurde er an der Grenze beim Übergang von Jordanien nach Damaskus verhaftet und 12 Stunden oder mehrere Tage immer wieder verhört. Da kann ich Ihnen auch sagen, entstand auch eine große Solidarität von allen Intellektuellen, Syrer wie andere arabische Intellektuellen, mit ihm in Listen, Riesenlisten, in Solidarität, dass man Omar Amir Alai nicht verhören darf wegen einem Film. Das einzige Gespräch, das über diesen Film stattfand, fand zwischen ihm und einem General, der ihn verhört hat. Aber der muss sehr höflich gewesen sein. Kein Kiem oder. Das war das erste Mal, dass ein Verhörer wirklich Ahnung und Liebe für den Film empfindet und ihn insofern respektvoll verhört hat und nicht diese primitive Art zum Fertigmachen. Nein, der Mann spricht sein Gewissen, dass dieser Mensch war ein feiner Kenner der Kino, der Film. Bitte. أنا بعرف إنه عادة إذا بدك تصور فيلم لازم تأخذ موافقة الأمن الثقافي هل ما كانوا يعني أنت آخذ الموافقة ولا لا؟ آخذ موافقة طبعاً. ورغم هالشيء صار هالشيء معك يعني. Der fragt ihn, ob immer wenn einen Film dreht, eine Genehmigung braucht, eine offizielle Genehmigung, Erlaubnis, also ein Formular. Hast du das bekommen? Er sagte, ja, ich habe das bekommen, ich habe den Film aufgrund dessen gedreht. بس مو الصغيرة يلي نعمل فيها فيلم. Aber nicht so, wie ich das beantragt habe. Das ist ja لأنه الغدر. الغدر هو سلاح مشروع جدا في دول الرقابات والأنظمة في التعامل بين بعض الأمنية. تمام بس الغدر هو الليست ist ein zugelassenes Mittel im Umgang zwischen Kulturschaffenden und den Herrschern. Diese List, die er ergriffen hat, ist ein ganz legales Mittel, dass man seine Filme macht am Rande des Verbotes, aber nicht immer brav. Das macht als Lobeshymne, wenn man ihn erlaubt. غير الصيغة يلي أنت تكون مستعطنها وراح تعملها. Deshalb ist es erlaubt und ist es legal und ist es anständig, eine Form anzubieten, zu genehmigen und aus der Form heraus etwas zu drehen, was diese Form überwindet. Das ist ja der Begriff von Kunst, wenn sie gut sein soll. بس الغدر مفهوم الفن إذا كان بتجاوز تماما الواقع بس الغدر يعني حبل قصير كما في Aber die List ist wie die Lüge, hat nur kurze Beine. Der wurde sofort erkannt, der Film anschließend. Ja, umso erstaunlicher ist es ja dann, dass der Leiter der Schule in diesem Ort, dass der so mitgespielt hat. In der Schule hat er die Madrasse rum, sagt, ich kann mal ein Hadith machen, wo es dann mal wieder hoch. Weil er sehr charmant und attraktiv ist, hinter der Kamera. Ich übersetze ein Wort für Wort. Ja, 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 ja. Sein Bruder kontrolliert und hier ist ein vereidigter Dolmetscher. Bitte schön. Ich würde gerne
gerne wissen, Sie, bei uns in Mannheim gibt es ja das Filmfestival, was jetzt in ein paar Tagen beginnt. Warum sind Sie dann nie vertreten gewesen? Bad Kerm hat ein gut viel Festival, wie öfter jetzt mir gesagt wurde. Filmfestival Mannheim. Praktisch direkt wie unser Lehmann اشتركت بمهرجان مانهايم سنة 76. Er hat teilgenommen im Jahr 1976. لما كان في مهرجان محترم في السبعينيات مديرته. مين كان؟ فايت. Als die Leiterin, Frau Veit, ein ganz großes Interesse und zwar ein respektables Festival. Die Festivalleute waren offen gegenüber der dritten Welt und ihren Filmen. Und es war wirklich ein wahres Interesse da gewesen, um andere Kino, andere Filmwerke zu entdecken als die europäischen. Es gibt einen Rückgang in diesem Verhältnis zwischen Festivalplaner und den Filmen in der dritten Welt. Es ist nicht unsere Inkonsequenz oder Inkompetenz, sondern die von der Leitung dieser Festivals. Man kann sich nicht sich aufzwingen. Ich habe eine Frage. Gibt es denn so in den letzten Jahren eine Öffnung Richtung mehr Freiheit, mehr Kunst, Filme, solche Filme gezeigt werden? Oder ist es, hat sich nicht viel verändert? هل شعرنا في تحول بالفترة الأخيرة السنوات الأخيرة باتجاه انفتاح لنوع أكثر من الحرية لعرض أفلام نقدية وعرض أفلام مثل أفلام بالفترة الأخيرة؟ يعني طبعا يعني بدنا نميز الواقع السينما عن واقع التلفزيون. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Kino-Situation und dem Fernsehsituation. لأنه يعني اليوم سوريا بمجال الإنتاج المسلسلات التلفزيون متقدمة وفي سوق فيعني إرادة يعني ال كيف بدي أقول قوة التوزيع وقوة المال عم تفرض نفسها على الواقع In Syrien wird das beobachtet. Ich kann das auch empfangen. In Syrien ist es eine sehr große Industrie für Serienproduktionen, für Filme, also Spielfilme. In Ketten, bitte? Fernsehproduktionen, sehr starke. Und damit haben sie auch große Firmen sich entwickelt, die Großformatik auch mit Millionenaufwand produzieren. Und bei dieser Produktion für den Fernsehen drucken die Zensur auf den Kopf und die kann nicht sagen, weil sie dann die Märkte verderben für diese Serien. Aber nur in diesem Zusammenhang. Die haben mehr Mut jetzt. Mehr Mut, Tabus zu brechen, gefährliche Themen aufzunehmen, weil das beliebt ist, die syrische Filmproduktion für Fernsehen ist sehr beliebt. Sie können Dubai oder Saudi-Arabien zappen, das sind immer syrische Filme, weil sie Gewinn bringen. Und diese Produzenten sind stark, dass sie die Zensur in Grenzen halten. Das Bibel-Khat al-Ahmar ist das System, das Siyasi. Die rote Linie, die Verbot, rote Linie bleibt bestehen, jede Kritik gegen das System zu äußern. Das bleibt diese rote Linie. وبالتالي هيك فيلم مثلا ما موجود يعني ما بيجرح حدا حتى بالانتاج التلفزيوني انه يتعرض. Deshalb kann keiner wagen, so einen Film im Fernsehen zu zeigen oder ähnliches zu produzieren für das Fernsehen. لانه بيسخر من ايديولوجيا النظام. Weil er die Ideologie der Basispartei ins Lächerliche kritisiert, also sehr in Frage stellt, mit dieser Militarisierung in Frage stellt, ohne zu schimpfen, also, sondern es zeigt, wie sie das machen. Vor allem diese Verbrechen, diese Kinder so zu biegen, dass sie wie Roboter reagieren. Das ist ein Verbrechen. Was hat der Leiter gesagt, das weiß ich, habe ich gelesen in einem Dokument. Der Leiter der Kinder sagt, solange ich herrsche, dreht Omar Meralay kein Film. Ja. Auch wenn du einen für den Nobelpreis... es ist wirklich erstaunlich, der Leiter der Filmgesellschaft... Organisation hat geschworen, solange ich leite, darf Omar Meralay nicht drehen. Auch wenn er eine geniale Idee bekommt, darf er nicht. Weil dieser Leiter
sich gestört fühlte durch ihn, weil er ein listiger Mensch ist. In China sitzt jemand im Gefängnis, der einen Nobelpreis bekommen hat. Das ist was sich. Wir sehen Alim Al-Hamid nicht Nobel Decision. Das ist ein Dachwader Kassel. Der Mann mit dem Nobel. Der will kein Nobelpreis. Bitte nochmal. Ich wollte eigentlich was fragen. Bitte. Ich habe in dieser Schulklasse, da waren ja drei Reihen, zwei waren Jungs, immer A3 auf einer Bank und in einer Reihe waren die Mädchen. Mich hat sehr erstaunt, dass das gemischt unterrichtet. Das ist aber nur eine Sache, die Regierende fehlt zu Fuß und die Atfahrt, die Schabibe und die Banane. Genau. هاي الحالة يعني بنقدر نعتبرها صارت شبه استثنائية بالعالم العربي. Es ist fast eine Ausnahme in der arabischen Welt, dass das in Syrien jetzt ist. هو شو اسمه الاختلاط التلاميذ ببعض. Das die Vermischung oder die Kinder, die vermischten Klassen, die so gemischte Klasse in einer Klasse Mädchen und Jungs zusammen. Das ist einmalig. يعني هاي. Bitte. وانه بالابتدائي دائما مع بعضهم بالاعدادي بيرسلوا. اي طبعا صح. Ja. Der ergänzt auch mit einer Information, in der Grundschule sind sie gemischt ja. Und in der Sekundarschule, in der mittleren Reife, in der Schule, die trennen sie dann, weil die Hormone dann vielleicht stärken. موصلت يعني موصلت لها الأبنية المدارس وكذا وإلى آخره أحيانا بيضطروا إنه بغرفة واحدة وأنا شفتها في المثال بغرفة واحدة بيحطوا ست صفوف مع بعض. Manchmal ist es auch vom Zwang durch den Mangel an Gebäuden zwingen sie die Kinder sogar sechs Klassen in einer Klasse zu sitzen. Weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler sehr klein ist. Gibt es eine Schulpflicht? Ja, das gibt's, das kann ich Ihnen sofort sagen. Und da die Frage wird eine. Kommen wir nochmal zur Schule. Sind die Schulen in den Städten anders oder sind die auch so? Das sind nicht. Man darf es genug unterstellen vom Das ist eine fast ideale Schule, also das ist eine Vorbildschule auf dem Land, aber in Damaskus haben dieselben Strukturen. Und die Unterrichtseinheiten, das ist einheitlich im ganzen Land, die Bücher sind einheitlich. Nicht wie hier in Deutschland. Also. Leider. Also das haben die nicht selber geschrieben. Das ist offizielles Programm. Die Bücher sehen wir handgeschrieben, das ist ein Spezialschrift mit so Nuancierung. Das war mir klar, ich dachte nur, dass die Lehrer dieser Schule sich ihre eigenen Bücher gebastelt haben. Wir haben noch nicht diese Entwicklung gelernt. Noch nicht. سؤال أخيك إني شو تفكيرك المستقبل أو شو مشاريعك المستقبلية؟ Seine letzte Frage, das muss nicht die Gesamtfrage sein, letzte, wir haben noch Zeit. Welche Projekte, welche Ideen hast du für die Zukunft? Für deine Filme? عندي فيلم مشترك مع ممثلة سورية متقاعدة حاليا. Er hat ein Projekt, eine ganz große Geschichte mit einer, das weiß ich zufällig, mit einer alten Schauspielerin, die ist jetzt in Rente, aber die haben gemeinsam eine ganz besondere Idee. Sexsymbol des Films. Sie war einst Sexsymbol der syrischen Filmindustrie. Er macht seine Pubertät durch wieder. In Erinnerung an Dialoge mit der Frau. Kehrt er zurück, Er heißt Verführung. Er macht mit ihm einen Film, aber es muss ein ganz besonderer Film sein. Gibt es noch Fragen? Eine Frage ist mal. Wir haben viele auch Interessenten, die wollen mehr solche Veranstaltungen gezeigt werden. Moment, erstmal, du musst hier zuhören, das ist gehört. Ja, Moment. Wir wollen solche Veranstaltungen wiederholen. Gibt es eine Möglichkeit, das nochmal eine Veranstaltung loszuführen? Frage. Ich mache es. Ruhe, Werte, Heike, morgen.
سي هيك سي افلام ممكن تعاد بغير بلدان غير مدن عنده امكانيات يعملوها. هل عندك ممكن يجي عندهم؟ لا انا مستعد طبعا يعني. ايش بين برايك يعني؟ وانا يعني بحترم كثير بقدر، لانه غالبا الجمعيات الاهليه الموجوده بالمهجر تتجنب تدعي مثقفين فنانين غير مرضي عليهم قبل الحكومه. الشيخ سيدي ايلادهم هي ودي ايلادهم الا Gesellschaften, syrische, deutsche oder syrische, ausländische Gruppen, die ihn einladen, weil sie in der Regel sehr brav sind und die laden nur Regisseure und Autoren der Regierung, aber wenn jemand Oppositionelle einlädt, würde er das sehr gerne machen. Und die Information, معارضين. Er sagte nämlich zu deiner Information, معلومه, das ist, dass die, das schöne Bild, das wichtige Bild des Lebens in Syrien liefern nur Oppositionelle. Liefern nur, weil sie das Land lieben. Und das ist ja ein Punkt, wo تخليط بين النخود والكره. إيه بين نقد الأوضاع القائمة وحب الوطن والآخرين بلا تعبدات إذا أنت بتكره الوطن. صحيح. Es ist eine Verwechslung, die oft uns Oppositionelle in Schwierigkeit bringt, dass man verwechselt die Kritik gegen die Zustände, die nicht gut sind, mit einer Hasstirade gegen die Heimat, die man liebt. Das ist eine gefährliche Verwechslung, weil man Damaskus liebt wie eine Geliebte und sieht, dass sie einige Sachen schlecht machen in der Stadt. Also kritisiert man diese Sachen. لذلك الصورة الحقيقية للثقافة الجدية واللي بتمثل فعلا انحراك الثقافي والفني بسوريا مع الأسف ما بيصل يعني للجمهور. Leider das wahre Bild, was die ganze Bewegung dynamische Leben und die dynamische Bewegung unter der Bevölkerung, die Fragen, die Bevölkerung beschäftigen, nehmen diese oppositionelle Filmemacher, oppositionelle Theatermacher, Schriftsteller, aber das erreicht nicht das Publikum, was man hofft, dass es erreicht. Weil die Mittel begrenzt. Wir sagen, mit Männern der Jamiat al-Ahliye, wenn wir können mustaqillin, bechiaratum, und wir können mualin, das Sakhafi al-Hakiqiye, öfter wir können mualin. Deshalb wünsche ich allen Vereinen, allen Gesellschaften, die mit der Kultur Arabien zu tun haben, dass sie Mut haben, dass sie Mut behalten, und Treue zu der Kultur halten, nicht zu der Regime, zu der Kultur, indem sie auch Wagnis begehen, indem sie diese Künstler einladen für Abende oder für Ausstellungen. Und denn damit machen sie den besten Dienst für ihre Heimat, so gemeint diese Doppelte, hier und dort. Noch Fragen? Bitte. Eine Verständnisfrage zu Kuneitra. Wer lässt diese Stadt weiter als Wunde offen, also als metaphorische Wunde offen und lässt sie nicht heilen? Ist es Syrien oder ist es Israel? Kuneitra hat es eben erzählt. Suala Ruji Numin Amitrak al-Madine Heg Muhaddami Bershakilat. Hey, hali ist Syrien oder hier Israel? Ja, hier Israel طلعت mit 73 und Kuneitra rujait للسلطات السورية. لذلك هي ضمن الأراضي تعتبر الأراضي السورية اليوم. لكن متروكة هي كأنقاض يعني المدينة حتى تكون إدانة مستمرة يعني لما قامت فيه وما عملته إسرائيل من دمار بهالمدينة. Ab 73 ist Israel nicht mehr da gewesen. Ab 73 kehrte Kuneitra nach Syrien, also zu Syrien wie es war. Aber zerstört, brutal und barbarisch zerstört. Die Syrer behalten das so in diesem Zustand, um der Welt zu zeigen, real, wie die Besatzung ausschaut, wenn sie ein Land besetzt. Also das wollen sie als Beispiel behalten, bis die Golanhöhen zurückkehren. Und dann baut man das Ganze in die ganze Gegend. Die lassen das für die Delegationen, die nach Syrien kommen, um das zu sehen. Und die betteln ein bisschen um Hilfe, Geld für diese Ruine. Im Film war zu sehen, dass auch Israel eigentlich wollte, dass es die Stadt so bleibt, dass es auch immer, wie die Syrer selber, eine Wunde ist.
Israel kemam mit der Dollar, der Metra, Heik, der Tkun, Ingen, Adesh, Mada, Al-Iqab, 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 Als sie das zerstört haben, hatten sie das gezielt, aber niemand steht dem Syrer im Wege, das wieder aufzubauen. Aber er versuchte das zu erklären, warum das dann nicht aufgebaut wurde. Bitte schön. Ich habe keine Frage, das ist nur eine Bemerkung zu den ersten zwei Filmen, die mich sehr getroffen haben. Und ich möchte mich bedanken bei denjenigen, die das organisiert haben, bei Erde, das einfach uns gezeigt hat, wie wichtig das ist. Das Empfinden von einer Generation, wie er das gesagt hat, und für uns die Zuschauer zu dieser schrecklichen Geschichte, so Israel und Palästinien sind und arabische Welt, wo es wirklich schwierig ist, eine Stellungnahme zu bekommen, weil man versteht beides und so. Und das war für mich unheimlich bereichend, einfach diese zwei Stimmen. Ich mache das, habe die Checker, Ich habe versucht zu übersetzen, es war sehr schwer. Bitte schön. Sie kommt aus dem Kernland, also die hat einen israelischen Pass und sie hat den Film gelobt, weil sie sagt, in der Regel, wenn sowas gemacht wird, ist immer schwarz-weiß. Sie ist Das Problem ist, dass solche Filme immer neigen zu Extremen zeigen und wird immer komplizierter, wenn man detailliert dann berichtet, wie hier in dem ersten Film, wie schwer und wie vielfältig dieser Bild ist. Und deshalb war sie sehr bewegt bei der Beobachtung des Films oder bei der Betrachtung. Sie hat eine kritische Darstellung, dass sie gemacht, dass sie die Filme jetzt gesehen hat und gemerkt hat, er nimmt schwere Themen und behandelt sie sehr ironisch, sehr sarkastisch manchmal. Wieso nimmt er diesen Weg und geht nicht auf Konfrontation direkt mit dem Thema, so wie es ist? Habe ich das richtig verstanden? Wieso nimmt er diesen Weg, diese Art von Behandlung mit einem Lächeln oder mit einem fast Karikatur, sagte sie, fast wie eine Karikatur aus dem Kurs? Das ist der Unterschied zwischen Journalismus und Kunst. لأنه إذا واحد بده يعمل ريبورتاج سياسي بيقول الأشياء بالبرد الأول وبيحكي عن سياسة حزب البعث وتاريخه وكذا وإلى آخره. Wenn jemand einen journalistischen Bericht machen will, macht das ganz konkret so wie in der Dimension direkte Art zu beschreiben, wie das Thema ist. بالفعل هو دائما يعني يوحي بالأشياء ولا يقولها.
die Kunst dieses Filmdrehens ist, die Sachen anzudeuten und den anderen, ohne das zu sagen, den anderen darauf zu bringen. Und da immer nur تحتاجي انك تحكي عن تاريخ حزب البعث ولا عن سياساته. ممكن تاخذي زاوية معينة, هي زاوية دائما ذاتية وشخصية كافية ان تورجيكي حجم الضرر يلي ممكن ايديولوجيا توقعه على الاطفال. Natürlich kann man nicht jetzt die ganze Geschichte der Baas-Partei aufnehmen und zeigen, wie diese Partei sich entwickelt hat und wie sie an die Macht kam und so. Es reicht, muss man nicht. Es reicht, ein Aspekt zu nehmen und den ganz gründlich zu zeigen, wie die Kinder zum Beispiel deformiert werden. Diese Ecke zeigt dann den gesamten Charakter dieser. Und hier ist sehr wie der Iman, mit dem Modu, mit dem Chaos, mit dem Hizb al-Ba'ath, der Universal. للعام بيصير هذه الطريقة يعني غسل الدماغ وعسكرة الأطفال ما موجودة بس بسوريا, موجودة وين في نظام توتاليتاري وين في إيديولوجيا بدها تحول الناس ل لدمى. Diese Methode, diese Kunstgriff erlaubt die Sache aus der Baas-Partei zu nehmen, zu wegzunehmen von der speziellen Baas-Partei und sie zu einer universellen Frage zu erweitern, zu sagen, was machen Ideologien mit unseren Kindern? Wie militarisiert ein Regime, egal welche Ausweise er trägt, eine ganze Gesellschaft? Die Kinder macht er zu kleinen Soldaten, zu fast Puppen, zu fast Marionetten. Das hat nicht mit Syrien, mit der Baas-Partei, sondern wir sind universell. Das kann auch in Korea, das kann auch in Japan, das kann über Kuba, in Burma. Also das ist der Griff, dieser Kunstgriff, um das aus der speziellen Situation eines Landes namens Syrien mit der Baas-Partei zu universeller Dimension zu führen. Wir haben noch genau 10 Minuten und 3 Fragen. Wir haben 30 schon mit unserem Minuten, bis wir jetzt vielleicht ein bisschen verkürzen können. Wir verkürzen das, ja. Nur noch zwei Fragen, weil die Besucher warten. Eine, die vorletzte. Die Oppositionellen und die Mainstream, ne, gibt es in der normalen Bevölkerung, also in der einfachen Bevölkerung, Möglichkeiten, dass sie erkennen und dass sie den Weg doch der Oppositionellen vielleicht erkennen und gehen? Kann man da so eine Zukunftssache sehen? Ja, ich habe يعني هل هناك أمل إنه طبعا هدف الأنظمة الشمولية هو ليس إقناع شعبك. Der Ziel aller totalitären Regime ist nicht die Überzeugung der Bevölkerung. وإنما تخلي شعب منفصل بالشخصية. Sondern die Erschaffung eines Volkes, das es sich zufrieden gibt. لذلك هو شخصيتين في نفس الوقت. Deshalb ist das Volk immer doppelt in seiner Persönlichkeit. في حياته العامة هو خاضع لل. Im Allgemeinen draußen offiziell ist gehorsam. وفي حياته الخاصة هو ضد النظام. Und in seinem Privatleben ist gegen, das kennen wir von der DDR, oder? Ja. Die letzte Frage. Keine? Dann wünsche ich Ihnen. Na, doch. Sehen Sie, ich werde beschleunigen. Danke. Eine Frage nach dem letzten Film. هذا اعطوا مجلس الشعب وقلت له كانوا عم يحكوا كان حاسس انهم عم يحكوا شيء مقنعين 100% ولا بس عم يحكوا. Er fragt, dieser Scheich, der so Reden gehalten hat, als Abgeordnete und sein Sohn, hat er das Gefühl, sie sind überzeugt davon, was sie sagen? سؤال ثاني ختم الفيلم بالاذان شو السبب؟ Warum hat er den Film mit einem Allahu Akbar Muezzin-Ruf abgeschlossen? أو شيء الطريقة الوحيدة اللي نعرف صدق يعني كلامه لازم نرفعهم فلا. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie das ernst gemeint haben, müssen Sie erstmal verhören mit einem paar Schlägen. لا هو طبعا يعني ال 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 يعني هي أيضا الأنظمة هي الخطابة هو خطاب الببغائي. Dieses System erzeugt Papageienredner. لذلك إذا لاحظت هو وعم بيلقي
كلامه يخرج عم يبحث عن كلمة من الفضاء اللي هو قاعد فيه. Ich habe das vielleicht in der englischen Übersetzung nicht so ganz gemerkt. So in Arabischen merkt man das, dass er spricht und den Faden verliert, er sucht. Was soll er jetzt sagen? Aus Angst, dass jetzt in diese Lobeshymne irgendein Wort sich schmuggelt gegen diese Lobeshymne. Deshalb ist er sehr vorsichtig beim Reden, obwohl er nur lobt, ist er ängstlich. Und warum hatte er mit dem Muezzin-Ruf abgeschlossen? Das hat eine Bedeutung. Dass alle totalitären Systeme die nächste Totalität vorbereitet. Ja. Okay. والشمولية القادمة يعني جاهزة على الأبواب. Und die nächste, wie wir wissen inzwischen, die nächste totalitäre Systeme in Arabien sind die Fundamentalisten. Vielen Dank.